Ich würde mich gerne noch ein wenig umsehen. Natürlich. So, ja, lies mal eine Runde, genau. Mit ihm brauchen wir ja jetzt nichts mehr zu besprechen. Schreibzeug. Schauen wir mal. Ui. Sehr schöner Füllfederhalter, den Sie da haben. Nicht ganz günstig. Bei seiner Gehaltsklasse. Wenn Sie als erster Mensch eine 3000 Jahre alte Hieroglyphenschrift entziffern, bekommen Sie auch so etwas geschenkt. Irgendwie redet er ein bisschen widersprüchliches Zeug, oder? Kann das sein? Ich würde zu gerne wissen, was der Professor vor mir versteckt. Aber ich kann nicht einfach das Gepäck unbescholtener Bürger durchsuchen. Das hier sind die 60er. Ja, heutzutage würde das gehen. Die Bibel, Grimms Märchen, Moby Dick. Und Gin, Whisky, Rum. Alles Klassiker. So kann man es auch sehen. Nein, nichts Interessantes zu entdecken. Gut, haben wir vielleicht noch irgendeine Schublade, die wir öffnen können? Oder irgendeinen? Geh mal bitte rüber. Hier ist zwar noch ein Koffer, ein Beauty Case. Aha. Aber können wir nichts mitmachen. Schauen wir uns mal das Fenster noch an. Angenommen, hier war tatsächlich jemand im Abteil und derjenige ist aus dem Fenster geklettert. Wo ist er hin? Er ist wie ein Geist vorbeigeflattert und kleine Jungen haben ihn gesehen. Gut, ich denke aber, wir werden hier sowieso nichts finden, aber wir können es noch untersuchen. Ob unser Einbrecher Spuren hinterlassen? Ach so. Hier ist etwas. Könnten Fingerabdrücke sein. Stimmt ja, da war ja was. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass man das machen könnte. Dann verwenden wir doch mal das Graphitpulver. Was tun Sie denn da? Ich versuche, mögliche Fingerabdrücke sichtbar zu machen. Und? Etwas entdeckt? Sorgfältiger Ermittler. Leider nein. Yeah. Es sind zwar nur wenige Abdrücke auf der Scheibe. Sie wurde vermutlich vor Fahrtantritt gereinigt. Aber die Abdrücke, die ich sehen kann, sehen nach Handschuhabdrücken aus. War das nicht zu erwarten? Ja. Ein professioneller Einbrecher wird doch immer Handschuhe tragen. Komm, Versuch wert. Was wert? Eben. Gut, haben wir die nächste Herausforderung, das nächste Achievement abgeschlossen. Man sieht auch immer daran, wenn diese Achievements aufblinken oder wenn irgendjemand sich anmeldet oder ein Spiel spielt, sieht man auch immer, was für eine grottige Auflösung ich hier benutze. Auf Wiedersehen, Professor. Wiedersehen. Gut, in der Kabine gibt es sonst eigentlich nichts weiter, von daher würde ich sagen, gehen wir nochmal zu Inspektor Legrand und werden ihm berichten, was wir denn hier alles entdeckt haben. Damit sollten wir dann eigentlich diesen Abschnitt hier abgeschlossen haben, denn wir haben jetzt soweit hier eigentlich alles abgegrast, haben alles verwendet, was wir jetzt so an verwendbarem Material hatten. Genau. Verzeihung, Sir. Ach, der Stuart. Natürlich. Jetzt tauchen Sie wieder auf. Stuart Rabe, würde ich sagen, hä? Wäre doch nur logisch, dass das der Rabe ist. Den schnapp ich mir gleich nochmal, wo auch immer er jetzt hingegangen ist. Oh, jetzt ist ja wieder Platz auf einmal. So, hier können wir gar nicht mehr hin. Abteiltür des Professors, na gut. So. Wo ist denn der Stuart jetzt hingerannt? Der hat sich doch höchst verdächtig gemacht, aber hier ist er nicht. Na gut, dann also doch zu Inspektor Legrand und dann wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall ein Mann, Mitte 30, schwarze Haare, relativ groß und schlank, würde ich sagen, ne? So sieht unser Rabe also aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber das wäre nur logisch, wenn das der Rabe gewesen wäre. Okay. So, dann mal hin in den Transportwagen und mal schauen, was der Inspektor dazu zu sagen hat. Inspektor Legrand, gibt es Neuigkeiten? Schon. Ich habe Professor Lucien mit einer Zange Zugang zu seiner Kabine verschafft. Ist Ihnen in der Kabine etwas aufgefallen? Das Fenster stand offen, jemand könnte hinausgeklettert sein. Und der Professor? Benahm sich verdächtig. Er hat seine Ledertasche durchwühlt. Und? Er scheint gefunden zu haben, wonach er suchte. Gut, das war gute Arbeit. Wie wäre es, wenn Sie mir einige Informationen geben würden? Jetzt wird's interessant. Also schön. Am besten. Das Licht ist ausgefallen. Taschenlampen.
von mir! Da! Ein Briefumschlag! Mein lieber Nico, du solltest dir die Kassette genauer ansehen. R. Was zum Teufel? Aus dem verschlossenen Safe geklaut. Das ist... Weg damit! In Deckung! Gut, damit fallen ja einige Theorien schon mal flach, aber sehr interessant. Man kennt sich also persönlich. Sind alle in Ordnung? Sind sie verletzt? Verdammt schnell reagiert. Gut gemacht, Zellner. Überlebenskünstler, sehr gut. Ich glaube, der Tunnel ist eingestürzt. Dann sitzt er in der Falle. Schnell, wir müssen den zweiten Ausgang abriegeln. Sir, da vorne ist Feuer, die Lok brennt. Das ist ein Ablenkungsmanöver. Schnell, versperren Sie den Ausgang. Aber Sir... Das Feuer frisst den Sauerstoff. Ihr habt recht, Inspektor. Ein Feuer in einem engen Tunnel ist lebensgefährlich. Verdammt! Gehen Sie nach vorne, finden Sie den Lokführer und sagen Sie ihm, er soll den Zug aus dem Tunnel fahren. Zu Befehl. Sind Sie einsatzbereit? Sie müssen den Transportwagen abkoppeln. Verstanden? In Ordnung. Ich kümmere mich um die Passagiere. Sie sollen alle im Tunnel warten. Beim Hinausgehen nehmen wir uns dann einen nach dem anderen vor. Gehen Sie. Ich dachte, der Zug soll losfahren. Wieso sollen die Leute dann aussteigen und sich davor auf die Gleise stellen? Das macht doch keinen Sinn. Na gut, koppeln wir mal das Ding ab. War sehr interessant jetzt das Video, auch wenn sich damit solche Theorien wie Le Grand hat irgendwas mit dem Raben zu tun erledigt haben. Die beiden kennen sich also persönlich, das heißt also, vielleicht ist es kein neuer Rabe, sondern noch der alte. Die Falle des Ermittlers ging nach hinten los. Der Dieb hat den Braten gerochen. Oder mehr noch. Er hat den Spieß umgedreht. Die Kunst beim Katz-und-Maus-Spiel ist, zu wissen, wer die Katze und wer die Maus ist. Das war doch irgendwie vollkommen klar. Und hier ist es verdammt dunkel, muss ich sagen. Verzogen. Sie ist doch ganz warm und zu stark verzogen, um sie zu öffnen. Ja. Hä? Wer hat denn da gerade gerüstet? Na gut. Wollen wir mal schauen, ob wir denn hier nicht was gedeichselt kriegen. Ich bin mir sicher, dass ich die Wagen entkoppeln könnte. Wenn ich nur genug Licht hätte, um zu sehen, was ich tun muss. Ach, okay. Das dachte ich mir jetzt irgendwie schon fast. Dann müssen wir nochmal nach oben und müssen drin nach einer Taschenlampe suchen. Hat der Steward denn vielleicht eine in seiner Schublade? Das könnte sein, oder? Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was Zellner vorhin alles aufgezählt hatte. Aber wir kommen ja auch gar nicht hin gerade an die Schublade. Meine Güte, was für ein Feuer. Ich hoffe, Konstable Oliver kann überhaupt die Lok erreichen. Ja, gut. Warum brennt es eigentlich da vorne und nicht hier hinten? Ich meine, hier hinten war... Betrachte die Alkoholflaschen. Ach, wir dürfen uns das basteln, oder wie? Whisky, Scotch, Rum, diverse Liköre. Genug, um einen ganzen Zug von Paris bis nach Istanbul in gehobene Stimmung zu versetzen. So muss es sein. Genau, das dachte ich mir. Wir können uns jetzt eine Flasche Alkohol nehmen. Und... Hochprozentiger Rum. Der könnte nützlich sein. Und da müssen wir uns wahrscheinlich eine Fackel selber bauen. Da brauchen wir bloß noch was zum Anzünden und noch etwas, das brennt. Champagner. Und das vom Feinsten. Vielleicht können wir die Flasche köpfen, wenn wir lebend aus dem Tunnel herausgekommen sind. Bis dahin kann ich sie nicht gebrauchen. Also mit etwas, das brennt, meine ich,
Oh, kleine dunkle Flasche. Mit etwas, das brennt, meine ich natürlich irgendein Tuch oder so, mit dem man den Alkohol, dass man in Alkohol tränken könnte, so rum. Carling Black Label. Ein britisches Bier. Damit kann ich nichts anfangen. Zu wenig Alkoholgehalt. Kann ich verstehen. Nicht zum Trinken. Für praktische Zwecke, meine ich. Das dreht nicht genug. Ein Rum aus Österreich mit sage und schreibe 80% Alkoholgehalt. Den kann man wohl nur verdünnt oder als Mischgetränk ertragen. Ach, es gibt doch Leute, die trinken Stroh 80. Hochprozentigen Rum mit Tabletten, genau. Tabletten für meine Herzprobleme. Ich soll eine nehmen mit... Ja gut, wissen wir ja. War jetzt bloß die fixeste Idee, die ich hatte. Okay. Dann müssen wir mal schauen, ob wir noch irgendwas anderes hier finden. What? Oh, Verzeihung. Oh, sehr gut. Ich wollte Ihnen keinen Schrecken einjagen. Das könnten wir doch gebrauchen, was du da in der Hand hast. Was tun Sie, Herr Doktor? Legrand bat mich zu kontrollieren, ob sich irgendwo im Zug noch Passagiere befinden. So? Hier ist niemand außer mir. Und Ihnen? Ausgezeichnet. Dann werde ich wohl vorne weitersuchen. Hat sich vor der Explosion jemand verdächtig benommen? Hat vielleicht jemand seinen Platz verlassen? Ich war der Einzige, der nicht auf seinem Platz war, als der Transportwaggon explodiert ist. Gott sei Dank. Andernfalls hätte ich wohl auch etwas abbekommen. Da haben Sie aber Glück gehabt. Habe ich wohl. Was ist da hinten passiert? Der Inspektor sprach von Gasflaschen, die explodiert seien. Ja, so ungefähr. Die Ermittlungen laufen noch. Jetzt müssen wir erstmal den brennenden Zug aus dem Tunnel bringen. Oh, natürlich. So, ich denke, das war jetzt die diplomatischste Lösung, einfach auszuweichen. Da müssen wir nicht lügen und haben auch nichts verraten. Sind die Passagiere wohl auf? Sie stehen natürlich unter Schock. Der Stromausfall und die Vollbremsung waren bereits beängstigend. Aber dann die Explosion, der Staub. Alle sind auf dem schnellsten Weg zu den Ausgängen. Ich war der amerikanischen Dame behilflich, Lady Westmacott in Sicherheit zu bringen. Sie warten draußen im Tunnel. Der eine Eingang ist vom Feuer blockiert und der andere scheint eingestürzt zu sein. Durchsuchen Sie weiter den Zug. Ich werde so lange den verschütteten Transportwaggon abkoppeln. Tun Sie das. Na, hast du noch spitzen Aussichten, Doktor, oder? Können Sie mir ein paar Streichhölzer da lassen? Oh, natürlich. Danke, wir sehen uns draußen. Beeilen Sie sich. Das sind doch spitzen Aussichten für unsere Passagiere, um zu überleben. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwas finden, um einen kleinen, naja, Molotow-Cocktail wäre eigentlich sinnlos. Irgendwas finden, was wir anzünden können. Also irgendein Stück Stoff oder so. So, vielleicht aus dem Stuhl rausreißen, aus dem Polster. Der Stuhl ist entweder bei der Vollbremsung umgekippt oder er wurde bei der Flucht von einem Gast umgestoßen. Vermutlich ist es ein menschlicher Instinkt, nach einer Vollbremsung und einer Erschütterung den Zug so schnell wie möglich verlassen zu wollen. Ja. Er stört mich nicht bei meiner Arbeit. Ich lasse ihn liegen. Wieso zur Hölle kann ich den Stuhl auswählen und mir anschauen? Der Feuerlöscher ist mir vorhin schon aufgefallen. Er passt nicht ins edle Interieur. Ich vermute, dass die Bahngesellschaft Sicherheitsauflagen auch auf Kosten der Optik erfüllen muss. Ne, meinst du? Die könnten ja auch einen aus Gold hier hinstellen. Gegen das Kohlefeuer könnte er nichts ausrichten. Und er ist zu unhandlich, um ihn herumzutragen. Ich könnte ihn höchstens hier in der Nähe benutzen. Gut, müssen wir mal schauen, ob wir irgendwas... Halt. Schlager... Ah, sehr gut. Wir sollen uns also doch eine Fackel bauen. Aber wir brauchen immer noch ein Stück Stoff, das wir um das Stuhlbein wickeln könnten. Na, komm her. In Ordnung. Weiter. Gut. Hochprozentig rum, Stuhlbein. Fehlt noch das Stück Stoff, wie gesagt. Finde ich auch gut, dass er alles dort sammelt. Dann wird es gleich so offenbart, wir brauchen noch was. Gibt es hier eine schönere Aussicht? Legrand oder der Konstabler sind nicht zu sehen. Ich erkenne einige Umrisse von Passagieren. Sie scheinen unversehrt zu sein. Noch. Das Feuer wird immer größer. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ja, so ein Kohlenfeuer kann auch durchaus heiß werden, denke ich mal. Also, da könnten schon mal so 1000 Grad... Ich sollte mich auf die Abkopplung des Transportwaggons konzentrieren. Legrand hat alles andere im Griff. Da bin ich mir sicher. So, magst du nicht ein Stück von dem Vorhang vielleicht abreißen? Das wäre noch doch eine Idee, um an... Ja, Fenster... Vorhang, jawoll, um an ein Stück Stoff zu kommen.
Na, was ich doch für tolle Ideen habe. So, damit haben wir noch alles, um uns eine Fackel zusammenzubauen. Sehr gut, sehr gut. Komm, ab zurück mit dir. Und dann basteln wir mal eine Runde. Spielen wir mal MacGyver. Auch wenn du ein ziemlich dicker MacGyver bist. So, mit dem Stuhlbein. Genau, und jetzt bitte einmal das Ding tränken. Achso, und natürlich anzünden. Oder haben wir jetzt schon... Ach, wir haben schon die Fackel. Rumgetränkte Fackel, genau. Nehmen. Der Vorhang liegt eng am Hals an und ist nass vom Alkohol. Ich denke, ich kann die Fackel nun jederzeit entzünden. Ja, das kannst du machen. Ach so. Deshalb ging's nicht, weil wir das erst ja auswählen mussten. So, jetzt geht's aber los. Der Alkohol verbrennt mit dunkler blauer Flamme, spendet kaum Licht und dürfte in Sekunden verbrannt sein. Also müssen wir noch irgendwas... Das löst das Lichtproblem auch nicht. Ich versuche es noch einmal anders. Müssen wir noch irgendwas mit beimischen sozusagen. Reicht uns darum nicht. Aber schön, dass der Vorhang wieder in Ordnung ist. Das ist auch sehr gut. Können wir irgendeine andere Flasche hier mit rausholen? Nee. Haben wir irgendwas, das wir mit reinmischen könnten? Die Tabletten. Die Tabletten müssen mit rein. Nee, keine Ahnung. Aber irgendwas müssen wir halt mit reinpacken, dass wir eine gelbe Flamme kriegen. Die Frage ist, was? Haben wir vielleicht ein bisschen Salz da? Salz, also hier Kochsalz müsste eigentlich mit gelber Flamme brennen. Wegen dem Natrium. So, Insider-Info vom Chemiker. Gut, ansonsten weiß ich nicht. Wir brauchen noch irgendwas wahrscheinlich dann. Ich mach's jetzt erstmal so wie vorher. So, rumgetränkte Fackel. Können wir die vielleicht einfach... Halt, was war da? Achso, das war bloß... Gieße den Alkohol über die Fackel? Ja, wie oft soll ich denn noch... Ach, egal. Können wir hier mit irgendeinem anderen Getränk das noch mischen? Nein. Einstecken können wir sie auch nicht. Dann, ach nee, dann müssen wir es, ich glaube, dann müssen wir es erstmal anzünden, weil das Einzige, das wir mitnehmen können, ja, der Vorhang ist. Der Rest bleibt ja einfach hier. Zünden wir es also nochmal an. Damit es jetzt wieder nix wird und dann müssen wir nochmal suchen, was wir mit dem Vorhang einschmieren können. Der Alkohol verbrennt mit dunkler blauer Flamme, spendet kaum Licht und dürfte in Sekunden verbrannt sein. Hast du vielleicht irgendwo ein bisschen Kohlestaub, den wir reinmischen können? Das löst das Lichtproblem auch nicht. Ich versuche es noch einmal anders. Wenn wir ein bisschen Kohlestaub mit reinkriegen könnten, sollte es unser Problem doch eigentlich lösen, oder? Vielleicht von draußen? Weiß er nicht. Vielleicht liegt hier oben welcher Kletterer vom Zug. Das ist nicht das, was ich will. Salonwagen? Nee. Na gut, klettern wir erstmal. Weg damit. Klettern wir erstmal runter. Ich muss sagen, ich mag solche Inventaroptionen, also wo das dann so aufgeht, wenn man das so macht, nicht so unbedingt. Zurück nach oben wollen wir nicht. Abkoppeln geht noch nicht. Okay, hier unten ist also nichts weiter. Ich mag die nicht unbedingt, weil man dann ständig aus Versehen das Inventar öffnet. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich fand es sehr gut gelöst bei... Was war denn das? Ich glaube bei Deponia, oder? Wo man... Was Deponia? Wo man das... wo man runtergescrollt hat mit dem Mausrad, um das Inventar runterzuholen von oben. Das war eigentlich sehr cool gewesen. Wenn man es dadurch nicht aus Versehen öffnen konnte, aber trotzdem das Ganze sehr schnell zur Hand war. So, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal den Vorhang und gehen mal durch die Gegend und schauen, was wir damit benutzen können. Es kann eigentlich nur mit dem Vorhang sein. Halt. Achso, das war wieder bloß oben. Höhe. Nee, aus dem Fenster schauen macht keinen Sinn. Komm. Ja, auf. Das Feuer saugt den Sauerstoff aus dem Tunnel. Und Flut? Hier in den Alpen gab es schon Dutzende Katastrophen in den Tunnels, die mit erstickten Menschen endeten. Dieses Mal werden wir es nicht so weit kommen lassen. Sagst du. Gut, ansonsten haben wir... Achso, er hat jetzt damit auch alles erzählt hier zum Fenster.
So, in den nächsten Waggon wolltest du ja nicht mehr, ne? Nee, ist aber auch nichts mehr. Nochmal kurz. Ich sollte gucken. Mich auf die... Ja. Okay, dann gehen wir wieder hier rüber, dann ist es eben doch nur noch hier. Müssen wir nur noch herausfinden, was wir noch machen können. Ist hier noch irgendetwas außer dem Rum und dem Stuhlbein? Halt, halt, halt. Das war gehe hinaus. Betrachte die Bonbonschale. Ach, hier unten, ah. Hier ist bei der Vollbremsung eine Menge zu Bruch gegangen. Die Bonbonschale hat dank ihrer dicken Wände den Sturz vom Tresen aber gut überstanden. Okay. Was willst du mit der Bonbonschale machen? Gieß da rum in die Schale, okay. Ach, damit wir es besser tränken können vielleicht. Die rumgefüllte Schale. Schauen wir uns mal an. Ich habe die Schale zu etwa einem Drittel mit Rum gefüllt. Boah, starkes Zeug. Okay, vielleicht können wir dann jetzt was anderes reinmischen. Nein. Gut. Dann machen wir es vielleicht doch nochmal so, dass wir hier... Moment. Tränke den Stoff in Alkohol. Können wir auch nochmal machen. Warum nicht? So. Das muss reichen. Probieren wir es doch mal in der Reihenfolge. Dass der Stoff den Rum gierig aufgesogen hätte. Aber dafür ist genug auf meinen Fingern, um nachher wie eine Schnapsleiche zu riechen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es da einfach mal so, dass wir... Okay, geht noch nicht. Das dachte ich mir nämlich schon, dass es einfach nicht genug aufsaugt. Jetzt dann... Vielleicht können wir es dann jetzt in die Schale... Nein, das war... Das, ich verstehe das mit der Schale gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte jetzt eigentlich, wir können es in die Schale dann reinlegen, die Fackel, damit es sich noch ein bisschen vollsaugen kann, aber nee, Pustekuchen. Können wir vielleicht die Schale anzünden? So eine kleine Feuerschale wäre doch auch schön. Hm, wie ich vermutet habe. Der Alkohol brennt mit fast unsichtbarer Flamme. Ach, okay, können wir jetzt vielleicht schauen, dass wir irgendwas zugeben, damit wir das färben können. Aber wir brauchen ja immer noch irgendwas anderes dazu. Das können wir alles... Das Blöde ist halt, wir können das ja auch nicht benutzen, ne? Wir können es nur anschauen, die Sachen. Schmeißen wir einfach noch ein Streichholz mit dazu, keine Ahnung. Ne, die Fackel will ich noch nicht anzünden. Ja, zünde die Flasche an, genau. Ich gehe davon aus, dass der Rum wie Spiritus brennt. Aber ich sollte das besser nicht direkt in der Flasche ausprobieren. Warum nicht? Ach, Spiritus. Ich weiß es nicht so richtig. Die Flamme ist heiß, aber als Lichtquelle ist sie nicht zu gebrauchen. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Haben wir hier unten vielleicht noch irgendwas? Hängt hier noch... Halt. Hängt hier noch wer? Nee, halt. Das war wieder bloß Fackel. Rumgetränkte Fackel. Betrachte die Flamme. Der Rum. Ich kann jetzt auch die restlichen Sachen, die restlichen Alkoholiker nicht mehr ausprobieren oder nicht mehr anschauen. Können wir nicht einfach mit dem kleinen Streichholz runtergehen? Ich probiere das gerade mal. Vielleicht reicht uns das Streichholz auch, um unten irgendwas zu sehen, was wir mit einsacken könnten. Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich auch eine Option. Hier herrscht ein ganz schöner Luftzug. Der Sauerstoff wird zum Feuer gesogen. Ach so. Okay, damit hat sich das also erledigt. Schade. Wie kriegen wir jetzt aber... Ich weiß gerade echt nicht so richtig. Betrachte die Rüde. Haben wir noch was Neues? Die Räder sind bei der Explosion aus dem Gleis gesprungen. Selbst wenn man den Wagen aus dem Geröll ziehen könnte, würde man damit nicht weit kommen. Okay, war jetzt nichts Zielführendes. Ach. Mann, das kann doch nicht so schwer sein eigentlich. Was müssen wir denn noch mit beimischen? Oder habe ich jetzt gerade den falschen Gedankengang? Eigentlich müssen wir doch irgendwas mit beimischen, zum Beispiel Kohle, was ja eigentlich hier zur Verfügung stehen sollte irgendwo.
um die Flamme gelb zu färben. Aber irgendwie ist ja nichts anwählbar. So, schauen wir doch nochmal hier. Nochmal alles gründlichst absuchen. Nee, hier ist einfach nichts. Huch. Dann weiß ich ehrlich gesagt auch gerade nicht, was ich tun soll. Oh Mensch, Zöllner, hilf mir doch mal weiter. Ach, jetzt können wir es entzünden. An der Feuerschale. Ach so, ich verstehe. Der Alkohol oder auch nicht. Vorhang brennt ebenso dunkel wie in der Schale. Das hilft mir nicht. Ich dachte, wir entzünden jetzt einfach nur den Stoff, ohne dass der Alkohol... Könnten wir eigentlich auch machen. Stimmt. Wir machen mal einfach nur... Komm, das probieren wir mal. Und jetzt entzünden wir mal einfach nur die Fackel. Der Alkohol auf dem Vorhang brennt... Da ist sogar kein Alkohol drauf! Das hilft mir nicht. Da ist sogar kein Alkohol drauf gemacht. Ach Typ, stell dich doch mal nicht so an. Können wir nicht das Stuhlbein anzünden? Das dauert zu lange. Die Zeit wird knapp. Wieso ist... Ach komm schon. Jetzt ist der Vorhang mit Alkohol getränkt. Das können wir nicht rückgängig machen. Das ist natürlich blöd. Der Alkohol auf dem Vorhang würde sich entzünden und ebenso dunkel brennen. Ja, wissen wir ja. Ach. Komm schon, was machen wir denn damit? Das wäre dann so etwas wie ein Molotow-Cocktail. Richtig! Ich will nicht, aber ich will nicht in einem Flammenmeer stehen. Ach komm schon, das wäre witzig. Können wir das Stuhlbein in die Flasche stecken? Nein. Ach Mensch. Nee, also der Gedankengang ist ja prinzipiell schon richtig, denke ich mal. So, fünf Streichhölzer angezündet. Feuerteufel, sehr gut. Gefällt mir. Vielleicht müssen wir nochmal mit dem Streichholz durch die Gegend gehen, um etwas zu sehen, was wir vorher nicht sehen konnten. Hier so nicht. Vielleicht im anderen Abteil oder im anderen Abschnitt des Abteils. Naja, es ist ja jetzt auch bloß eine kleine Funzel. Aber zumindest können wir uns schon mal die Wände wieder anschauen. So, kannst du hier reingehen? Nee, okay. Ich dachte so zwischen die Tische vielleicht, damit man dort mal schauen kann. Aber das hilft uns nicht weiter. Geh doch mal bitte hier rüber. Okay, nicht so. Wir können es auch trotzdem nicht anwählen. Schade. Ach, hier ist einfach nichts. Hier ist nichts mehr. Wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, ich rätsel mal weiter fröhlich für mich rum, bis ich endlich meine Lösung gefunden habe, wie wir hier denn die Flamme auch so anzünden können, dass wir Feuer haben, dass wir Licht haben. Wahrscheinlich ist es gar nicht schwer. Und ich stelle mich einfach nur zu blöd an. Wir werden es dann beim nächsten Mal sehen. Bis dahin, haut rein, wir sehen uns wieder. Und tschüss.